Glück auf, Bonsai-Kumpels, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Bonsai Hole. Und zwar die ganze Werkbank voll. Ja, ich würde sagen, ihr werdet jetzt Zeuge einer meiner intensivsten, also zumindest der intensivste Bonsai Hole als Video und auch somit einer meiner größten Einkäufe, so seitdem ich mich erinnern kann, Bonsai zu machen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich habe schon ein bisschen hin und her überlegt, wo soll ich anfangen, wie ist das? Und zwar fange ich erstmal kurz bei einer ganz anderen Sache an. Und zwar, genau, um erstmal zu sagen, wo habe ich das gekauft? Das habe ich gekauft im Bonsai Center Ascheberg, oder Bonsai Center Münsterland, so heißt es offiziell. Für euch ist das immer www.bonsai.de. Also diese Domäne, da gibt es einen Laden hinter und da gibt es eine ganz nette Familie dahinter, die das im Familienbetrieb sozusagen betreibt. Und da war ich jetzt am Samstag wieder. Ja, und ich kam da schon an, standen schon sehr viele Autos, dachte ich mir, oh, war ja ganz schön voll. Ging da so rein und da fand gerade so ein Basiskurs statt. Und deshalb würde ich einmal ganz kurz sagen, Grüße gehen raus an die Bonsai-Spieler, die mich da angesprochen haben. Fand ich ganz sympathisch, hatte ich auch so gar nicht mit gerechnet. Und zwar, wenn ich so im Bonsai-Center rumlaufe, das gilt jetzt an euch alle, und irgendeiner erkennt mich da oder so, also ihr könnt mich gerne ansprechen. Also wie gesagt, könnt mich angucken, ihr dürft mich grüßen, ihr könnt mich ansprechen, gerne. Allerdings wollten die zum Beispiel, die haben einen Bonsai-Basiskurs da gemacht und wollten Tipps zu ihrem Baum, ob sie sich da den richtigen ausgesucht haben, weil ich genau als die quasi da rumgegangen sind und sich einen Baum ausgesucht haben, den sie dann nachher umtopfen, bin ich auch da gerade irgendwie so rumgelaufen. Und da ist so die Sache, da weiß ich nicht immer, ob ich da so der Beste bin, der irgendwie sagen kann, oh, das ist ein toller Baum, oder das ist ein toller Baum, weil ich, ihr kennt ja die meisten meiner Bäume, ich bin nicht so einer, der für 50, 100 oder 200 Euro sich einen Baum kauft und kann dann nicht sagen, ob es das Geld wert ist, ob das ein guter Baum ist oder das. Also das ist so eine Sache, solltet ihr mich da sehen, sprecht mich gerne an. Ich kann es auch versuchen, irgendwie zu bewerten oder was auch immer, oder zumindest meinen Gedankenweg mal irgendwie so offen zu tun. Ansonsten einfach ansprechen. Kann einen Kaffee trinken oder so, kein Problem, wenn ich nicht gerade irgendwie im Zeitdruck bin. Fand ich sehr sympathisch, also Grüße gehen raus. Und ich hoffe, ihr habt viel gelernt im Basiskurs und den Rest, den eignet ihr euch dann an. Zum Beispiel, dem einen Kollegen, da hatte ich empfohlen, seinen Ahorn, den er sich da ausgesucht hatte, da war so eine Doppelspitze, einen direkt abzumosen. Aber ich weiß nicht, wie abmosen geht. Ich sag, guck mal in den Videos, da kannst du lernen, wie man abmost. Weil zumindest sehen, wie ich das erfolgreich gemacht habe, würde ich mal sagen. So, also das kurz vorweg. Ja, und dann war ich so im Bonsai Center, habe mir vorher schon eine sehr lange Stückliste geschrieben und bin jetzt so ein bisschen überlegen, wie ich das abarbeite, um euch das zu sagen. Also erstmal um zu sagen, was hier alles so steht, also von den Granulats, das ist nur so exemplarisch. Die meisten Säcke, die liegen hinter mir, also ich habe nur von jedem einen. Habe hier unten noch ein paar Bäume stehen, die hole ich gleich hoch. Und zwar habe ich für 831,25 Euro eingekauft bei bonsai.de oder Bonsai Center Münsterland. Ja, der Hauptfokus, oder ich fange mal nach dem höchsten Preis an, soweit ich das so hinkriege, und gehe immer runter vom Preis. Ich hatte zwei Hauptgründe, was ich auf jeden Fall, oder jetzt abgesehen vom Granulat, hatte ich zwei Hauptgründe, weshalb ich überhaupt einkaufen musste. Und zwar habe ich mir mal was gegönnt. Ich werde auch demnächst verschiedene Videos zu Bonsai-Werkzeug bringen. Aber hier einmal, ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt, ich werde auch diesmal auf die 360-Grad-Sicht verzichten. Das ist eine sogenannte Spaltzange. Falls ihr das erkennen könnt, ich halte das mal von meinem Gesicht, weil er da fokussiert. Ansonsten einfach mal zum Beispiel auf die Internetseite gehen, nach Spaltzange gucken. Die hat 85,80 Euro gekostet, ist eine sogenannte, ja, ist auf jeden Fall eine japanische, steht noch ein Wort davor, was ich aber nicht lesen kann, kriege ich auch gerade nicht raus. Und zwar ist das eine Spaltzange für 85 Euro und die habe ich nur für einen einzigen Zweck geholt. Ich schiebe ja die ganze Zeit diese Transformation von meiner Kiefernkaskade sozusagen, also die im Kaskadentopf ist, die so schräg nach oben steht, ich kann euch das mal hier oben verlinken, schiebe ich so ein bisschen vor mir her, weil ich da den Ast spalten wollte, um die dann wirklich vernünftig runterzubiegen an einer gewissen Stelle. Und da war ich lange überlegen, mir so eine Zange zu leihen oder nicht. Da habe ich gedacht, komm, scheiß drauf, kaufst du dir mal eine. Gutes Werkzeug kauft man nur einmal und die werde ich garantiert dann noch brauchen, gerade wenn man es dann hat, dann benutzt man es ja auch öfters. Also Bonsai-Zange, Spaltzange, 85,80 Euro. Das ist die 205 mm Variante. Müsste mal auf der Seite gucken, da gibt es auch welche für 40, 45 Euro. Da fand ich, da gefiel mir das Aufeinanderlaufen der Schneiden nicht so gut. Ja,
Jetzt habe ich sie und ihr werdet schon bald in einem Video sehen, wie ich das ausprobieren werde. Ja, dann, das war so der Hauptgrund, was ich auf jeden Fall kaufen musste. Weil mit der Kiefer muss es jetzt weitergehen, sonst stagnieren wir da. Und ich glaube, wenn die erst einmal so runtergedrahtet wird und dann in den Etagen, und da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema, aber erst, und zwar eine schöne Frank-Müller-Schale. Für einen ganz besonderen Bonsai, für einen, der schon sehr lange in meiner Sammlung ist. Ich verrate jetzt auch noch nicht für welchen, ich denke, der eine oder andere wird sich denken können. Frank-Müller-Schale, 56 Euro, waren diverse Frank-Müller-Schalen. Sperlingschalen hatte ich mir auch angeguckt, aber bei den Sperlingschalen, da sind ganz oft so außen so krasse Maserungen und Verzierungen und das passte irgendwie nicht zum Baum. Ich wollte eine schlichte Schale, aber dennoch eine, die so, die hat so eine feine Maserung, aber das werde ich ja genau dann in der 360-Grad-Sicht bei dem jeweiligen Baum sehen. Also Frank-Müller-Schale ist auch meine erste Frank-Müller-Schale, muss ich sagen. Mal gucken, wie die so kommt, aber ich erhoffe mir da einiges von und ich denke, das wird den Baum auch gut zur Geltung bringen. Also nochmal. Ja, dann gab es natürlich, ich denke, vom Preis her sollte man mit den Schalen erstmal, ja, ich mache mal ein bisschen mit den Schalen weiter, damit die Keramik auch weg, dann geht nichts kaputt. Ich habe vor, also hier noch eine Kaskadenschale, 28 Euro. Eigentlich wollte ich mir, ich weiß nicht, ob ihr noch seht, wollte mir erst so eine kleine holen, die hatte ich mir vorher im Online-Shop. Ich suche mir erst mal vorher alles raus, packe mir das so in den Warenkorb, drücke meinen Warenkorb einmal aus, nehme das dann mit und dann gucke ich, dass ich meine Sachen da zusammenkriege. Hatte ich mir so eine kleine in den Warenkorb gepackt und als ich die dann so in der Hand hatte und überlegt, welcher Baum da rein soll, also ob der Wacholder da wirklich, ich habe jetzt nicht Wacholder gesagt, aber ob der Baum da wirklich reinpasst und so und auch wenn der sich noch so ein bisschen etabliert, wäre die ganz schnell zu klein geworden, die wäre wahrscheinlich schon zum Start zu klein gewesen. Und habe mich dann sehr spontan für diese coole Schale entschieden. Finde ich ganz gut, weil die unten mehrere Drahtlöcher noch aufweist und hier so in den Seiten so, ich sag jetzt mal, Wasserabzugslöcher überall auf allen Flanken anbietet. Und hier könnte man natürlich auch nochmal einen Draht nach oben irgendwie reinspannen, um da was richtig gut zu verzapfen. Also fand ich ganz cool. Gibt auf jeden Fall noch eine neue Kaskade bei mir. Video fange ich jetzt bald an, wenn ich endlich Granulat habe, was ich gesiebt habe, um mit dem Umtopfen zu beginnen. Ja. Also 28 Euro, ich würde sagen, das war so die zweiteuerste Schale und jetzt hier bei denen kann ich es fast gar nicht sagen. Ich kann das mal so exemplarisch, weil ich will die Töpfe hier weg haben. Ja, ich glaube, ich weiß auch gar nicht mehr, ich habe irgendwo einen Zettel, wo ich die Schalennummern, also die haben immer so Artikelnummern und dann sitze ich schon immer vorher und gucke mir, welche Schale könnte passen, Artikelnummer und schreibe mir den Baum auf, den ich da reinplane. Aber ich glaube, wenn mich nichts täuscht, ist das auf jeden Fall meine neue Schale für meinen, ach das darf ich ja gar nicht sagen, aber für einen ganz kleinen Ahorn, also der Name ist auch so ähnlich. Da soll die jetzt endlich mal rein, endlich aus diesen Holzkisten, die mich so ein bisschen stören, raus und einmal hier rein die Schale. Ist sehr flach, aber ich denke, bei dem Ahorn sollte das ganz gut klappen. Jetzt erzähle ich die natürlich falsch herum, aber egal. So, zweimal dieselbe Schale. In Blau, passt auch irgendwie zum Namen, das wäre ja fast wie Blauregen, wenn es mal regnet. Vielleicht habe ich die beide ja auch letztes Jahr schon umgetopft, das könntest du dann hier in so einem Video sehen. Und habe dann schnell nach 4 Wochen festgestellt, dass die, wo ich die reingetopft habe, da sind sie ja zum ersten Mal aus der Holzkiste rausgekommen, in so alte Bestandsschalen, die ich noch hatte. Die Schalen, die waren von der Fläche her viel zu klein. Vom Höhenvolumen ganz in Ordnung, eigentlich schon ein bisschen zu hoch vom Höhenvolumen und in der Breite viel zu wenig. Jetzt die hier sind wesentlich flacher und wesentlich breiter und da hoffe ich mir gerade bei dem einen Sämling eine sehr gute Nebari-Entwicklung. Die haben sie ja sowieso schon und dann kann man das auch mal so ein bisschen zur Geltung bringen. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr geil wird. Eine Schale 18 Euro, beide zusammen 36. Ist nicht teuer, ist nicht günstig, ist jetzt nicht so die Premium-Schale, das sind so diese Standardschalen, die sie da ganz viele haben. Aber das sollte zumindest erstmal seinen Zweck erfüllen. Jetzt muss ich gucken, dass ich nichts kaputt mache. Und dann gleich weg. Dann dieselbe blaue Schale, nochmal in riesig groß. 28 Euro, fand ich auch ganz cool. Und wenn jetzt hier noch ein Baum reinkommt, dessen Auernahme irgendwie in die Richtung Orange geht und nachdem er abgemoost wurde, er lange in einem Teichtopf stand dann, und einen schönen Stamm hat, aber noch gar kein Laub und ich überlege, dass der dann so 2-3 Jahre hier drin stehen bleibt,
denke ich, dass das so in 2 Jahren, also jetzt wenn er reinkommt, passt das definitiv nicht, Schale viel zu groß, aber so in 2, 3 Jahren sollte die Schale schon zu dem Baum passen. Ich denke, das sollte auch eine gute Entwicklung werden und freut euch schon auf das Video, weil an dem Baum glaube ich, also der hat eine gute Grundsubstanz, schlechte Laubentwicklung, aber dieser abgemooste Doppelstamm, wir werden alle staunen, wie das Nebari aussieht. Das war ja schon beim Aufmachen der Abmoosung der Wahnsinn, aber ich denke, dass wenn wir den jetzt nochmal nach einem Jahr Teichtopf da rausholen, der Hammer. Ja, dann hatte ich vor, Preis habe ich gesagt, 28 Euro, 22 Euro, kleine Schale, sollte eigentlich rund werden, aber runde hatten sie keine, die mir irgendwie so zugesagt hat. Und ja, vielleicht, weiß ich auch nicht. Lasst euch überraschen, welcher Baum da reinkommt. Bin selber noch ein bisschen skeptisch, ob das die richtige Wahl war. Vielleicht kann es sein, dass ich mich hier spontan umentscheide, welche von meinen Bestandsschalen nehme. Oder vielleicht nochmal ins Bonsai Center fahre mit dem Baum direkt und suche mir dann nochmal spontan eine aus. Dann habe ich die auf Halde, kann man immer gebrauchen. 22 Euro, auch schöne Schale. Wie ich finde, auch sein Geld wert. Also ich renne auch immer lange rum bei den Schalen und dann sehe ich die und dann sehe ich irgendeine 6 Euro günstiger und die ist eh nicht gut. Und da muss ich sagen, da bin ich auch schon so ein Knausertopf. Kleine beige Schale, 9 Euro nur. Ich finde für den Preis echt viel Schale, muss man ja mal sagen. Ist bewusst ein bisschen höher gewählt. Das hier, das wird mal ein Geschenk oder so eine Geschenkserie. Da kommen noch 2 andere zu. Werde ich auch einmal beim Umtopfen und Einpflanzen hier ein Video bringen. Dann werde ich die Bäume wahrscheinlich nicht mehr haben. Lasst euch überraschen, das Video kommt schon sehr bald. Ziemlich am Anfang der Saison. Geht ja nur ums Umtopfen, hier reinsetzen und dann verschenken und dann haben wir da alle nichts mehr mit zu tun. Aber die Farbe, ganz cool. Und wenn da jetzt vielleicht ein Baum drin ist, der stark rote Blätter hat, so ziemlich auch das ganze Jahr über, dann denke ich, sollte das ganz gut passen von der Farbe. So, jetzt haben wir die Keramik schon mal weg. Könnte ein bisschen länger werden, das Video. Weil ich auch viel gekauft. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das handle. Die Schale kommt tatsächlich nochmal hier hoch. Der nächstteuerste Preis würde ich sagen, es kommt Mitte März noch ein Talk-Video sozusagen, Rückschau und vor, also Rückschau 2021, Vorschau 2022. Und das hatte ich schon mal angefangen, vielleicht drehe ich sogar nochmal neu. Auf jeden Fall liegt das Jahr 2022 bei mir ganz klar, ist das Jahr des Drahtens. Und zwar habe ich hier 1 Kilo 1,5 mm. 1 Kilo 2 mm hängt hinter mir sowieso, das ist mein Standarddraht zum in den Schalendrahten etc. Den benutze ich ja für alles, der ist immer hier. 3 mm 1 Kilo, 4 mm 1 Kilo, 5 mm Draht 1 Kilo, 6 mm Draht 1 Kilo. Alles der Japan-Draht, nicht die Hausmarke, obwohl ich hierbei diesmal den Farbton nicht ganz so schön finde. Manchmal wird der noch so ein bisschen heller und der ist schon sehr, sehr schwarz, sage ich jetzt mal, so fast so wie die Hausmarke oder das, der China-Draht, glaube ich, ist es bei bonsai.de, der grundsätzlich mal sehr schwarz ist, so wie auch hier die dicke Rolle. Das war mal der China-Draht, ich weiß nicht, ob ihr das vom Licht her sehen könnt, ist mal sehr schwarz. Und der Japan-Draht, der hat so ein, ich weiß gar nicht, wie die, so ein leicht grau-Metallic-Stich noch so mit drin, würde ich jetzt mal so beschreiben. Obwohl der, wie gesagt, gar nicht so stark. Auf den Fotos im Shop sehen die noch so aus wie diese alte Optik. Was sie jetzt da hatten, war halt das, was sie da hatten. Und das ist dieses Jahr das Jahr des Drahtens und nicht nächstes Jahr. Deshalb habe ich das jetzt mitgenommen. Gibt auch einen Rabatt. Wenn man da ab 3 Stück kauft, die Kilorolle, dann kostet die nicht mehr 25, sondern 20, 21 Euro. Seht ihr da, müsst ihr mal im Shop gucken. Der führt die Rabatte auch automatisch zusammen. Ganz cool. Ja, und dann natürlich noch, wisst ihr ja, braucht man auch täglich 8 mm Draht und 9 mm Draht. 1 Kilo jeweils. 7 mm Draht war ausverkauft. Ja, und das, wie gesagt, oh, diese beiden großen Ringe stehen dafür. 2022 ist bei mir das Jahr des Drahtens. Also jeden Baum, den ich nicht umtopfe, und umtopfen muss ich dies Jahr gar nicht so viel. Also sind vielleicht 8 oder 10 Bäume, höchstens würde ich sagen. Alles andere, was letztes Jahr umgetopft wurde oder schon vor 3 Jahren oder 2 Jahren umgetopft wurde, wird dieses Jahr zumindest wieder hier runtergeholt, Schale ein bisschen aufgehübscht, ein bisschen feines Granulat drüber und gedrahtet. Ich möchte alles einmal eindrahten und dann bin ich auch hoffentlich ziemlich hinterher, den Draht zeitig zu entfernen, was bisher immer mein größtes Problem war. Ja, aber davon habe ich jetzt genug, also werde ich es auch anwenden irgendwie. Kriege ich sowieso ein Platzproblem, aber
Nur so einen kleinen Spoiler, meine Bonsai-Ecke wird demnächst wesentlich größer. Aber wesentlich größer. Aber das ist ein anderes Thema, es kommt zum Sommer eher. Ach ja, genau, habe ich ja doch 20, 22 Euro so, so eine Rolle ungefähr. Dann habe ich hier, nee, das ist gar nicht. Dann habe ich mir mal endlich gegönnt, 14,90. Diese Knete hatte ich immer schon als Laubbaumknete. Bin ich ewig mit ausgekommen. Die habe ich bestimmt 8 Jahre oder 10 Jahre. Ich arbeite da auch nicht ganz so viel mit. Ihr kennt ja so meine Philosophie. Ich habe dann noch diese normalen Pruning Pastes, also diese Pasten oder Flüssigkeiten, die dann eher aushärten. Arbeite ich öfters mit, allein wegen der Leichtigkeit halber. Und bei kleinen Schnitten, finde ich, macht diese Knete hier nicht so richtig einen Sinn. Und weil ich ja unter anderem die Kaskade demnächst mit meiner neuen Zange aus der Kiefer formen will und auch mit meiner anderen Kieferjamadori was machen möchte und auch viele tiefe Schnitte bei verschiedenen Kiefern machen möchte, habe ich mir gedacht, komm, jetzt gönnst du dem einmal die Paste, dann ist das da oben auch vollständig und dann ist da alles gut. Ja, um dieses Thema fortzuführen, Koniferenbearbeitung, Pasten, Stamm aufbrechen, eventuell mal einen Gin machen. Ich habe ja schon etwas länger dieses Ginmittel, ist noch zu, noch nie benutzt. Wie gesagt, mir fehlt ja immer die Zange und dann hier und da und dann traue ich mich wieder nicht. Natürlich nochmal Holzhärte dazu gekauft. Wenn man jetzt hinten drauf guckt und das sieht, dann habe ich eigentlich das Gefühl, dass das reines Aceton ist, was ich natürlich vorher nicht wusste, weil hätte ich das gewusst, Aceton habe ich in vielen, vielen Varianten auch sowieso hier und in der Werkstatt und auf der Arbeit. Ja. Aber der Preis geht, 8,90 € für 250 ml. Aceton ist sowieso teuer, das wissen die Handwerker da draußen. Jetzt habe ich es zumindest hier einheitlich in den Flaschen, können wir einlagern. Ja, dann Flüssigdünger nehme ich, glaube ich, immer mit, wenn ich da bin, einfach mal schon mal einen auf Vorrat und kaufe jedes Mal ein. Bonsai-Freude heißt das, von Mayrol. Gieße ich jeden Sonntag, sofern ich das aus irgendwo nicht verpasse, füge ich das jeden Sonntag meinem Gießwasser in dem genannten Verhältnis, wie es hier hinten drin steht, ab. Hier steht zwar, hier soll man ab Mai mit beginnen. Ich mache das von März oder so, wenn die Knospen aufgegangen sind. So von März bis Oktober etc. füge ich das jeden Sonntag dem Gießwasser hinzu. Ist schon so ein Standardritual. Kann man aufmachen, ist eine kleine Dosierkappe drin. Wenn ich die voll habe, passt das genau auf 4 Liter. Ich habe eine 4 Liter Bonsai-Gießkanne. Ist super und das mache ich schon seit Jahren. Manchmal mal 2 Wochen nicht, aber das macht ja nichts, aber ist immer gut, ein bisschen Flüssigdünger da zu haben, um auch diesen mineralischen Dünger sozusagen oder organischen Dünger, meine ich, zu ergänzen. Ja, um den ganzen organischen Dünger aufzubringen, noch ein paar Düngekörbchen, sind mir letztes Jahr wieder ausgegangen und dieses Jahr kommen ja noch ein paar Schalen mehr dazu. Und alles, was in einer vernünftigen Bonsai-Schale steht, möchte ich ja mehr oder weniger versuchen, mit Düngekörbchen zu düngen, damit das alles ein bisschen ordentlicher und strukturierter aussieht und nicht immer einfach so dahingeballert. Ja, und weil Ordnung sein muss, habe ich mir endlich für 8,50 €, seht ihr das, hier so einen Bonsai-Besen, hier so einen kleinen Fegelmeister quasi gegönnt. Gibt es auch irgendwie in 2 Größen, das ist jetzt die größere Größe. Haben sie sonst immer in so einer balligen Form eher wie so einen Rasierschaumpinsel gehabt und der ist jetzt so ein bisschen breiter, dünner und so schräg aufgefächert. Vielleicht sieht das ja, wenn das nicht so reflektiert. Finde ich ganz cool, um hier mal so stationär, ambulant, immer so die Schalen mal außen ein bisschen sauber zu fegen etc. Ich will zwar ein Kehrblech, aber es ist zu weich und das hier schon ein bisschen härter und da kann man immer schön dran arbeiten. Hoffe ich zumindest, deshalb habe ich mir den geholt. Die kommt zum Schluss. Dann habe ich mir ganz viel von diesen Abdeckgittern hier wieder gekauft. Das sind diese Japan-Dinger, da sind 5 Stück pro drin. 3-mal, also 15 Stück. Und dann nochmal 18-mal diese Größe. 2 Stück davon nebeneinander gelegt. Ich habe hier auch wieder die Bäckerkörbe unter mir stehen. 2 davon nebeneinander gelegt, decken genau einen von diesen Bäckerkörben ab. Und dann die etwas dünneren, in der Mitte einmal durchgeschnitten. 2 nebeneinander sind genau eine Flanke von dem Bäckerkorb. Und ja, dann würde ich mir wieder Bäckerkörbe bauen für etwas größere Yamadoris oder vielleicht für so das ein oder andere Projekt, wo ich mal was zeigen möchte, wie gut das ist, wenn man einem Baum Wurzelfreiheit lässt oder ihn wachsen lässt. Aber das werdet ihr wahrscheinlich im Jahr sehen. Und dann kommt noch hinzu,
dass meine anderen Bäckerkörbe, die draußen stehen, wo die Challenge-Lerche drin ist, wo mein dicker Onkel, Pocket Rocket und orientale Schalenbuche und Dornröschen, also der Feuerdorn, Weißdorn drin ist, die stehen nicht ganz auf dem Boden, da sind zwar noch so Ziegelsteine drunter, damit die von unten Luft kriegen, aber die Drosseln morgens, die picken sich so die Körbe, der ist der Wahnsinn. Also das Granulat, das ist überall, aber nicht in dem Korb. Und weil mir das ganz schön auf den Zeiger geht, um das mal freundlich zu sagen, hatte ich jetzt vor, das habe ich extra auf ein paar mehr hiervon gekauft, jeweils immer zwei oben nochmal so dran zu legen, hier so ein bisschen freischneiden, wo der Stamm ist, und dann oben abzudecken und dann irgendwie hier so ein Draht einfach durchkrimmen in der Erde, dass die Drosseln hier mir nicht mehr das ganze Granulat quasi so aus diesen Körben ziehen können. Weil das nervt ohne Ende, kostet Zeit ohne Ende. Und dann einmal hier 18 Stück, 45 Euro glaube ich. Und hier eine so eine 5er-Packung 6 Euro mal 3, 18 Euro. Also auch so 60 Euro so ein paar Gitter. Wenn ich sie nicht brauche, kann man immer gebrauchen, lege ich mir eine Seite. Die haben mir schon so oft gefehlt, ich hatte sie nicht. Wie gesagt, allein schon zum oben abdecken, finde ich das ganz gut. Jetzt sagt der eine oder andere, kannst du auch Aramiergitter nehmen etc. Ich finde Aramiergitter so zum Beispiel, wenn man so Verputzarbeiten oder so Rigipsarbeiten macht, die haben nicht diese Qualität, um das jetzt mal ganz einfach und stumpf zu sagen. Also Aramiergitter, die sind viel weicher, viel instabiler, viel inkonsistenter und ich weiß auch nicht, wie UV-stabil die sind und die sollen sehr UV-stabil sein. Ist natürlich auch noch so ein Funfact am Rande. Für alle, die jetzt noch dran sind und auch regelmäßig bei bonsai.de einkaufen und nicht da persönlich vorbeifahren können, den möchte ich jetzt bitte was sagen. Euch ist auch schon aufgefallen, das Akadama Double Line Brand, also diese mit den zwei roten Strichen hier, dafür steht dieses Double Line Brand, haben wir ja alle schon Mythos Bonsai Erde, Video kann ich hier oben mal verlinken, besprochen. Haben sie nicht mehr im Online-Shop, deshalb hatte ich schon, weil die ersatzweise im Online-Shop das hier haben, mir davon 10 Stück erst reingepackt und bin dann da hingefahren, hab mal dann mit dem Lageristen gesprochen und er hat noch zwei von diesem Double Line Brand in der Ecke gefunden. Die habe ich natürlich sofort genommen und habe dann auch nur 5 Stück von diesen Alternativen hier genommen, weil man mir sagte, in 2 Wochen würde wohl wird eine Lieferung reinkommen, also der Japan-Container ist gerade unterwegs, also in 2 Wochen sollten sie das andere Double Line Brand auch haben. Aber ich war auch noch am Überlegen, nicht trotzdem einfach mehr hiervon mitzunehmen, weil er hatte 2 offene Säcke, weil das wir schon mehrere gefragt hatten. Einmal Double Line Brand, einmal von dem, hat mir aus beiden so eine Handvoll rausgenommen, hat mir das angeguckt, hat das versucht zu zerbrechen und so, also von der Konsistenz, von der Bruchstabilität, und vom Aussehen, also von der Optik, tut sich zwischen den beiden nichts. Also ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt hier so ein Häufchen hinmache von dem einen und von dem anderen, schiebe die Säcke hin und her und sage, hier, guck dir das an und sag mal, aus welchem Sack das kommt, ihr könntet den Haufen nicht den richtigen Sack zuordnen. Also es ist unglaublich identisch für alle, die jetzt, wie gesagt, online einkaufen und ihr habt Zweifel, oh, was ist das denn für eine Marke, habe ich noch nie gesehen. Ich finde dieses neue Akadama, was wir halt erstmal ersatzweise haben, macht einen sehr guten Eindruck und steht dem anderen Akadama in nichts nach. Also wie gesagt, jetzt auch nur 7 Säcke geholt, 5 von dem neuen, 2 von dem alten, das soll jetzt erstmal reichen. Das reicht für dieses Jahr sowieso. Ich wollte einfach nur 10 kaufen, weil glatte Zahlen, dann kann ich hier was auf Lager legen und dann hat man was. Kiryu Tsuna oder alias Vitaminerde, Kiryu, habe ich mir 2 Säcke nur gegönnt. Klassisch, die Marke müsste eigentlich auch jeder kennen. Und dann nochmal 2 Säcke Kanuma. Alles natürlich genau in 1 bis 5 mm Abstufung. Also alle Säcke sind 1 bis 5 mm Korngrößen. Das ist meine Standardkorngröße. Was anderes habe ich da auch noch nie gekauft. Das Einzige ist halt die Zuschlagstoffe wie Labergranulat oder Bimskis. Die kaufe ich ja sowieso separat woanders. Das kennt ihr aus meinen anderen Bonsai-Hole-Videos. Dann nehme ich die größeren Stücke nachher über 5 mm unten für die Drainage. Deshalb so die einzige Ausnahme, würde ich mal sagen, in der Richtung. So, und dann... Last but not least, nochmal 9 Ahörnchen, 1-2 Katsura, 1-2 Atropopureum, also ein Atropopureum hiervon werde ich bei dem 5000 Abo Special verlosen. Das Video dazu und die Teilnahme, ich verlinke euch hier oben nochmal das Video, kommentiert mit Ja, ich will, das andere Video und ihr seid bei der Verlosung bei. Es wird auf jeden Fall wieder ein Atropopureum dabei sein. Und darüber hinaus habe ich noch Katsura gekauft, Orange Dream,
Benny Maiko, weil ich hier und da ein paar Projekte vorhab und ein, zwei Bäumchen wollte ich ja auch verschenken. Deshalb jetzt zum Beispiel diese eine Schale. Ja, und jetzt eine große Bitte. Ich hätte in meinem Warenkorb hatte ich noch Asa Palmatum Phoenix, hieß der, glaube ich. Sah sehr cool aus vom Laub, war aber ausverkauft und werden sie dieses Jahr auch nicht wieder reinkriegen. Also wenn da draußen irgendeiner ist, der vielleicht 3, 4, 5 Phoenix gekauft hat und sagt, ach komm, einen habe ich über für Patrick, ich würde den gerne abkaufen, gegen Kostenübernahme, gegen Versandübernahme, das entlohne ich euch auch großzügig, wenigstens, dass ich eine Mutterpflanze habe, um mir die weiteren Sachen da selber rauszukultivieren. Und dann hätte ich zumindest schon mal einen Phönix in meiner Sammlung. Ich habe diese Sorte noch nicht und ja, war echt traurig, dass die nicht mehr da waren. Also er hat auch geguckt, nicht mehr in der letzten Ecke, stand irgendwo noch ein Phönix rum. Ja, wenn nicht, soll es so sein, dann werde ich mir nächstes Jahr erst einen holen können. Ansonsten bitte, wenn da draußen einer ist oder einer ist, der einen kennt, Info an mich oder per E-Mail anschreiben, irgendwie so oder hier drunter kommentieren. Ich melde mich bei euch und ich entlohne euch großzügig. Ein Bäumchen kostet 5 Euro, keine Ahnung. Ich gebe euch 20 Euro, schickt mir den zu, inklusive Versand, wäre ich zufrieden, wäre absolut cool für mich. Ja, jetzt weiß ich auch nicht, was ich noch alles gekauft habe. Ich denke, das war's eigentlich. Also so viel ist es gar nicht, finde ich. Klar, mit dem ganzen Granulat hinter mir steht noch viel, das macht den Preis schnell hoch. Die eine teure Zange, die eine teure Schale. Ja, wollen wir mal gucken, was ich als nächstes einkaufe. Aber wenn ihr gucken wollt, was ich am Sonntag umtopfe, baue oder mache, dann schaltet einfach Sonntag wieder ein, wenn es wieder heißt, My Trees and Support. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euer Patrick. Bis Sonntag. Ciao.